Hey Leute, willkommen zu einer Special-Folge von Pokémon Schwert und Schild. Okay, heute zeige ich euch, wie ihr das mysteriöse Pokémon Zarude bekommt. Hier ist das Prospekt von Zarude. Also, das gibt's beim GameStop, wie ihr hier gleich sehen könnt. Ja, hier, GameStop. Das gibt's bis zum 13. Dezember, solange der Vorrat reicht. Wenn wir es mal aufblättern, ist hier eine Anleitung, wie ihr den Code eingeben müsst. Und auf der anderen Seite ist der Code. Ich markiere den mal kurz rot. Ja, da seht ihr den Code. Das ist jetzt mein Code. Bei euch steht sicherlich ein anderer. Okay, dann werden wir das mal versuchen. Dann gehen wir aufs Menü. So, dann jetzt auf Geheimgeschenke. Okay, Geheimgeschenk erhalten. Okay, dann per Seriencode Passwort empfangen. Ja. Ach so. Ja, ihr müsst halt aufpassen, dass eure Verbindung mit dem Internet nicht schief geht oder dass euer Akku eventuell alle geht. Alles wird hoffentlich nicht passieren. Okay, wir verbinden uns jetzt mal ganz kurz. So. Vielleicht dauert es manchmal einen kleinen Moment länger. So. Verbindung ist deaktiviert. Okay, geben wir mal den Code ein. Code ist eingegeben, okay. Suche nach Geschenk, okay, suche nach Geschenk. Okay, mysteriöses Pokémon Zarude, natürlich wollen wir das haben. Yay, mein drittes mysteriöses Pokémon, aber mein erstes, was ich mal wirklich per Event erhalten habe. Okay, ja, Zarude, es leuchtet auch Gold, aber es ist kein Shiny. Natürlich nicht, ist auch nicht so schlimm, ich meine, man freut sich über ein mysteriöses Pokémon. Okay, Pokédex. Zarude leben gruppenweise in dichten Wäldern und werden von anderen Pokémon dort gefürchtet, da sie sehr aggressiv sind. Okay, cooles Pokémon. Überprüfe deine Pokémon. Okay, mache ich. Ich will es mir jetzt natürlich angucken. Ja. Okay. Erstmal speichern, weil wir dürfen den Code nur einmal eingeben. Wenn wir vergessen zu speichern, ist der Code danach nicht mehr gültig. Und das ist gut. Okay, dann gehen wir jetzt mal auf Pokémon. Jetzt mal kurz suchen, wo ist denn unser Zarude? So, da haben wir es. Okay, das gute Stück werden wir uns auch gleich mal ausprobieren. Aber erstmal gucken wir uns den Bericht an. Okay, Originaltrainer Dschungel. Und es hat sogar Überreste. Gut. Gut, dass du aus deinem Dschungel einen Überrest von einem Apfel mitgebracht hast. Ja, Statuswerte sehen jetzt auch mal ganz okay aus für Level 60. Okay, hier sind die Attacken. Ja, also sind noch normale Attacken. Und es ist ein forsches Wesen und es prügelt sich gerne. Ja. So, dann fliegen wir mal auf die Rüstungsinsel, denn da läuft uns das Pokémon auch hinterher. Und es gehört ja auch in den Rüstungsdeck. Also, dann hat die. So, dann gehen wir mal kurz aufs Flugzeug. So. So, wir sind angekommen. Und das Zarude ist ja schon ganz groß. Also ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt passiert. Es sah gerade aus, als ob es uns angreifen würde. Also, sieht ganz cool aus. Okay, ich möchte das Zarude auch mal in Aktion erleben. Okay, dann kämpfen wir gegen dieses kleine Haspior. Hallo Haspior. Du hast ein Hasenohr. Das hat sich nicht gereimt, aber es bleibt uns lustig. Ich setze jetzt mal Blatt. Ach egal, wie auch immer die Attacke ein, heißt, wir setzen sie ein. So. Bumm, Haspior wurde platt gemacht von einem Zarude. Und Zarude ist mit dem genau gleichen Level wie Haspior. Okay, erhält jetzt nicht wirklich viel Erfahrung, aber es erhält Erfahrung. Okay, so, ich denke, wir können Zarude nochmal Pokédex angucken. Ja, Pokédex. So, Rüstungs-Pokédex, da müsste es ganz unten sein. So. Boom. Zarude. Oh, da ist es. Nummer 211 im Rüstungsdeck. Okay,
Es ist schon ziemlich groß. Und ist auch gar nicht mal so schwer für seine Größe. Okay. Wir können hier auch noch Animationen drauf machen. Habitat. Sprache wechseln, das brauchen wir nicht. Okay, dann denke ich, machen wir mal die Animation. Hier, Animation und grün. Ja. Ja, coole Pose. Coole Pose. Das sieht gut aus. Jetzt haben wir ein gutes Bild von Zarude. Zarude. So, richtig dieser Lehrerblick. Wenn es so vor der Tafel steht und dann so, und der Lehrer, der quatscht da hinten in der letzten Reihe. Okay, das war's dann mit diesem Special-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr wisst jetzt, wie ihr Zarude bekommt. Aber okay, Leute, ciao, bis zum nächsten Mal.